Schau, Bhakti, was Bhakti bedeutet ist, einfach eine bedingungslose Liebe ist Bhakti. Warum wir Gott als Objekt fixieren ist, damit du dich nicht in den Prozess des Liebens verstrickst. Es ist nicht so, dass die Person neben dir zu lieben geringer ist als Gott zu lieben. Aber dein Problem ist, wenn du anfängst, die Person neben dir zu lieben, fängst du an, in alle Arten von Verstrickungen mit dieser Person zu geraten. Bhakti-Yoga hat also den Fokus deiner Bhakti zu etwas weit Entferntem verschoben, damit du dich nicht verstrickst. Ob also die Bhakti für Menschen um dich herum ist, die Welt um dich herum, oder für eine einzelne Person um dich herum, oder für deinen Guru, oder für deinen Gott, ist nicht der Punkt. Das Ziel von Bhakti ist nicht wichtig. Die Intensität deines Gefühls ist, was wichtig ist. Es geht darum, wie viel Intensität kannst du fühlen. Bhakti bedeutet Hingabe, was bedeutet, sich aufzulösen. Der Pfad der Hingabe ist also der Pfad der Auflösung. Was auch immer du fühlst, worin du dich auflösen kannst, demgegenüber musst du Bhakti haben. Nun, nimm an, du hast tiefe Liebe für die Person neben dir. Sehr wenige Menschen sind in der Lage, sich selbst für jemand anders aufzugeben. Sie finden jemand anderen, weil sie ein eigenes Leben haben wollen. Ja. Diese Art der Liebesbeziehung wird also nicht zu viel Wohlbefinden, sondern nur zu Verstrickung führen. Du wählst also einen Guru oder einen Gott, denn selbst wenn du dich verstricken willst, ist er nicht bereit, sich mit dir zu verstricken. Es ist eine sichere Liebesbeziehung, denn selbst wenn du versuchst, dich zu verstricken, wird er sich nicht mit dir verstricken. Unseren Fokus zu Guru oder Gott zu verschieben, ist also nur, dass das eine sehr sichere Liebesbeziehung ist. Du kannst mit all deiner Intensität fühlen, aber trotzdem wird er es nicht zulassen, verstrickt zu werden. Okay? Ansonsten, ob du deinen Hund liebst oder deinen Gott, es ist nicht anders. Es ist die Intensität deines Gefühls, die wichtig ist. Was du liebst, ist überhaupt nicht der Punkt. Nun, damit du große Intensität in dein Gefühl bringen kannst, benötigst du ein Objekt, zu dem du aufschaust. Etwas, zu dem du aufschaust, weil es höher ist als du. Nur dann kannst du diese Art von Intensität in dich bringen. Gleichzeitig, wenn es zu hoch wird, dann wird dort keine Liebe sein, nur Ehrfurcht. Im Allgemeinen spielt ein Guru also eine Rolle, bei der er einmal hoch da oben ist, ein anderes Mal ist er genau wie du. Du bist also immer verwirrt über ihn. Du weißt nicht, ob du einen Menschen aus ihm machen sollst oder einen Gott aus ihm machen sollst, weißt du? Das ist also eine gute Kombination. Denn jetzt kannst du ihn als einen Mann lieben, gleichzeitig kannst du zu ihm aufsehen. Es gibt also wirklich keinen Kampf darin. Es ist gut, wenn du dich so fühlst.